Ich werde hier noch bescheuert. Ich war hier vor ein paar Tagen, vor einigen Wochen bei Volvert und habe mir diese Lampen hier angesehen, weil die so günstig waren. Einfach dachte ich, oh, vielleicht mal für zu Hause, auch ohne Garten. Drücke da drauf. Ich habe vorher radioaktive Strahlung gemessen und habe dummerweise selber ein bisschen was abgekriegt und bin ionisiert worden, stand unter Strom den ganzen Tag. Dass ich mich auch habe entladen müssen, wirklich richtig auf dem, wie so ein, bei einem Blitzableiter auf dem Metallgitter. Und in der Zeit habe ich, wenn ich so eine Lampe in die Hand genommen habe und hier drauf gedrückt habe, ging die an. Jetzt dachte ich, eigentlich hatte ich mit dem Kumpel besprochen, dass ich bestimmt den Lichtsensor getroffen habe. Ja. Jetzt bin ich nicht verstrahlt, jetzt leuchtet das Ding nicht mehr. Also es kann eigentlich auch kein... Also ich habe das jetzt hier bei zig Lampen ausprobiert. Da passiert gar nichts mehr. Naja, ich nehme es einfach mal so auf. Stell es hier rein. Ich fahre gleich nochmal zu dem Markt hin. Das ist jetzt nicht der gleiche, wo die alle angefangen haben zu leuchten, die ich sie in die Hand genommen habe. Aber das kann ja eigentlich auch gar nicht sein. Es fließt ja der gleiche Strom vom Daumen wie auch vom Zeigefinger. Das kann ja gar kein Stromkreis sein, der sich hier schließt. Trotzdem bleiben die jetzt hier alle aus, während sie zumindest im anderen Markt alle angegangen sind. Ich fahre da gleich nochmal hin. Ich stelle das einfach jetzt mal so rein, auch auf das Risiko hin, dass ich mich komplett blamiere. Ist ja auch nichts Neues.